herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Wir fahren weiter und ich habe gesehen, jetzt ist der Stein einfach auf 600 gestiegen. Das schaffen wir locker abzutransportieren. Ich frage mich nur, was danach kommt. Weil 600 Stein kann ja nicht alles sein. So, das ist stark eingesunken, habe ich so das Gefühl. Gut, wir haben auch ein paar entlassen. Es hat aber genug Werkzeug im Lager. Und deshalb, von dem her läuft es eigentlich. Das Interessante ist nur, dass sie nur Stein benötigen. Das ist echt interessant. Ah, und es gab sogar weniger für die Linie 5. Weißt du was, hier könnten wir jetzt uns auch leisten, dass wir hier sagen, Vollladen einer Fracht, so. Er soll vollladen. Ich teste das jetzt mal aus. Jetzt hat es nämlich noch nicht genug. Denn jetzt sabbelt er nur für die andere Linie. Wahrscheinlich verteilt es immer gleichmäßig, wenn es von einer weniger hat, dann füllt er zuerst da wieder auf, was ein bisschen blöd ist. Nee, er füllt da gar nicht auf. Warum? Oder füllt er zuerst diese Linie auf? Das ist wieder komisch. Aber wir haben auf jeden Fall am meisten Stein abtransportiert. Das sieht sehr gut aus hier. Wieso füllt er es da auf 70, wenn der Zug nur 40 mitnehmen kann? Da füllt er auf 48. Der ist sogar schneller unterwegs als der. Ah ne, der ist langsamer. Sorry. Jetzt habe ich was falsch gesehen. Ach so, okay. Gut, der füllt sowieso voll. Also momentan die Produktion ist sowieso höher. Deshalb können wir uns das auch da leisten. Vollladen einer Fracht. So. Damit er nie mehr leer fährt. Dann müssen halt die Züge da unten warten. Aber er verteilt das sowieso gut, denke ich mal. Hier warten sie auch schon wieder. Und solange wir 50 im Lager haben, reicht das eigentlich? So, jetzt kommt schon der nächste an. Der gleich auch wieder vollfüllt hier. Genau, weiter geht's. Und jetzt fahren sie noch 3-4 Mal und dann haben wir es schon geschafft, das Ziel. So, Finanzen. Da haben wir einen deutlichen Überschuss gemacht, das ist gut. Da hatten wir eher so plus minus. Aber interessant, was man da sieht. Und da haben wir auch Überschuss. Schon von Anfang an eigentlich. 3 Jahre, 7 Jahre. Wert. Der Wert ist doppelt so hoch. Kostet aber auch mehr natürlich. Und hat viel mehr PS. Das ist wahrscheinlich schon. Ah, hier kann man noch die Farbe auswählen. Nur schnell schauen. Ist jetzt der Zug weiß oder wie? Ah ja, geil, und die Waggons auch. Ach so, okay. Ja, da sieht man's. Live, wechselt es. Ich mach's auf Rot. Sieht irgendwie gut aus. Hier auch. Das gleiche Rot hoffentlich. So. Oh, hier ist viel Stein. 150. Und ja, zweimal fahren. Wenn er einmal ein bisschen mehr mitgenommen. Ah ne, das ist nicht der große. Ja gut dann. Sowieso. Im Lager, also wir liefern immer noch mehr als sie brauchen. Und hier drüben, wo ist das gewesen? Hier
Da. Da haben sie 0 im Lager, 18 Potenzial. Also da kriegen sie eher zu wenig. 4 im Lager. Ah, sie produziert ja komischerweise nichts. Das ist ja... Ja, das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Da steht aber sehr viel bereit für diese Linie. Und deshalb kaufe ich hier Werkzeuge. 1, 2, 3. Der Farbe... Kommt, die Farbe lassen wir mal so. So, die machen diese Linie und gehen natürlich wieder falsch. So, dass wir diese Zahl hier ein bisschen abbauen, denn da geht's ja locker, aber hier irgendwie nicht so. Natürlich warten sie jetzt hier wieder. Sie warten sich wieder zu Tode. Und der nächste Zug, der entscheidet es. Hier ist einer. Da ist einer. Es ja. ist soweit. Der Durchbruch ist geschafft. Ach schon? Ein Wunder, dass wir trotz der ganzen Strapazen nicht schon vor dem Durchstich tot im Tunnel umgekippt sind. Nun müssen wir nur noch die Eisenbahnstrecke fertigstellen. Dann ist unsere Gotthardbahn perfekt. Ehrlich gesagt, wenn man jetzt sieht, das wäre ich natürlich gerne da oben gewesen. Wir haben jetzt noch 4 Jahre Zeit. Da können wir ja 2 Jahre nichts machen, da reicht ja immer noch. Aha. Vollende die Bahnstrecke von Luzern nach Bellinzona. Schließe die Lücke zwischen den markierten Gleisenden entlang der Strecke. Ja, wenn es so einfach wäre. So, das kostet 9 Millionen. Warum habe ich das nicht schon so bauen können? Das kostet nur 3 Millionen. So wäre doch auch geil. So, Tunnel. Und da auch. So, oder würde ich sagen so. Grundgütiger, das Geld geht weg wie warme Semmeln. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken und uns ein weiteres Mal aushelfen. Das ist aber definitiv das letzte Mal. Okay, wir haben ja die Linie gebaut. Ach, hier sogar ein Loch drin. Jetzt komme ich nicht ganz nach. Hä? Habe ich ja gemacht. Lücken. Aha. Aha. Da war wieder eine doof. So. Und hier drüben wahrscheinlich noch falsch angeschlossen. Könnte ich mir gut vorstellen. Nee, da ist... Ah, nur von da bis dahin. Okay. Das Fenster weg hier. Ja, und was soll ich jetzt machen? Jetzt brauche ich noch Kohle, oder wie? Produziert jetzt das immer noch Stein hier? Nein. Die brauchen also gar nichts mehr. Wir können noch Stein abtransportieren, die werden das auch noch machen. Ah, hier hat sie auch noch was. Vielleicht zuerst mal überlegen. So, wo sind wir jetzt hier? Luzern. Also von hier. Ja, wäre natürlich geil so. Dann so. Und ich wähle jetzt mal so. Die Eisenbahnstrecke ist fertig. Nun ist es Zeit, uns mit dem Ruhm zu bekleckern, der uns für dieses Wunderwerk gebührt.
Der feierlichen Einweihung steht nichts mehr im Wege. Also, hopp und ab die Post. Schicke den ersten Zug von Luzern über Altdorf nach Bellinzona. Kaufe im Depot einen Zug mit Passagierwaggons und lasse ihn auf einer Linie fahren, die in Luzern, Altdorf und Bellinzona Halt macht. Es bietet sich an, vor der Fahrt des Einweihungszugs die Gleise frei zu machen. Platziere passende Signale oder schicke andere Züge vorher ins Depot. Okay. Dann würde ich sagen, wir kaufen hier hinten mal einen Zug. Mit unserem Geld, das wir noch haben. Da würde ich sagen, wir müssen mal aufs Billigste umsteigen. Ja, der sollte noch drin liegen, oder? Rot. Offener Güterwagen, würde ich sagen. So, wir haben noch Geld. Und jetzt Linie zuweisen. Ich brauche eine neue Linie. Ah, das kann man auch aufrüsten, okay. Neue Linie. Ende Gelände. Es hilft kein Bitten und kein Betteln. Unsere Finanziers weigern sich, auch nur noch einen weiteren Cent in unser Projekt zu stecken. Verdammt. Das ist bedauerlich, ja. Schön. Okay, von hier. Dann da, Personen. Und da drüben. So. So, er fährt raus oder wie? Oder haben wir kein Geld mehr? Der sollte jetzt zuerst mal da rüberfahren und dann fährt er die Strecke ab. Hier oben hat es nicht mehr viel Stein, oder? Deshalb schicke ich den da. Das ist der große. Ne, den großen lassen wir. Den da, sobald er in der Station ankommt, schicken wir den. Neue Lokomotive ist verfügbar. Falsch. Was kein Weg. So, jetzt hat er aber einen Weg, oder? Ja, gut. Dann kann ich jetzt über die schöne Brücke fahren hier. Sieht doch toll aus. Vor allem das da. So, dann hier die Kurven. Bildlich passen sie in die Landschaft. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so lange geht. Denn der Bau ist ja 3 Jahre vorher schon fertig jetzt. Die Medaille haben wir aber nicht bekommen, denn der Zug muss noch durchfahren. Und zwar 3 Mal. Okay, der kommt jetzt da. Oh, oh. Hier. Ab ins Depot. Was? Den halt mal anstellen. Ah, ich kann mir ja nichts mehr leisten. Wie schön. Ja, dann schicken wir wohl den anderen ins Depot. Die bringen sowieso nichts mehr, oder? Nee. Also ins Depot. Ich hoffe, die braucht man auch nicht mehr. So. Das Depot, da weg mit dir. Aha, die Wände erst da oben, der auch ins Depot. Mal schauen, wer im Depot ankommt. So, der fährt da durch. Der liefert hier Stein ab, das sollte Geld geben, oder? Ja, das gibt Geld. Es gibt viel Geld. Ab ins Depot mit dir. Der andere Zug ist unterwegs.
er wird sowieso diese... Na gut, hier oben kommt eh alles zu einer Linie zusammen. Oh, ja, das weiß ich, was es sein soll wahrscheinlich. Es gibt da nämlich eine berühmte Kirche. Die Kirche in Wassen oder wie es... Ich weiß nicht. Durch Zug durch den Tunnel schicken. 1 von 3. Der Zug kann doch unmöglich schon da drüben sein wie die Retour. Na gut, da zählt das halt. Gibt eine berühmte Kirche und in dieser Strecke, die da eben gebaut wurde, da, es ist jetzt nicht ganz so originalgetreu wie da. Da fährt man nämlich etwa 3-mal, sieht man diese Kirche, man fährt so, geht dann im Berg nach oben, kommt oben wieder irgendwo raus, sieht die Kirche wieder, geht wieder in den Berg. Es geht wieder weiter hoch, man sieht sie nochmals und dann geht's geradeaus durch. So. Der hat noch eine Strecke, oder? Gut. Und ich verkaufe mal den Zug. Also die Waggons, besser gesagt. Zurückzahlen kann man hier nicht. Das ist wohl unser Gewinn. Aber dann verkaufen wir immerhin. So, jetzt wird es dann gleich hier wieder Krach geben. Mal schauen, wer da zuerst kommt. Kein freier Weg, gut. Ah, der kommt erst da, ja, cool. Da hat die Musik ein bisschen. Diagramm, ja, jetzt geht's runter natürlich mit dem Stein. Ah, Details gibt's doch noch. Im Lager 62 Werkzeuge. 6 Stein. Das Potenzial 414. Wir haben sie abgebaut. Und hier, ja, es hat noch Stein 38. Der fährt noch einmal hoch hier. Und dann hat der das. Jetzt kommt er ja schon. Mal ein bisschen schneller. So, der ist da drin. Ich hab dich nicht gekauft zum Rumstehen hier. Aber man kann doch sogar hier durchfahren. Ah, jetzt fährt er. Genügend Abstand, oder was? Ne, der bringt das auch nicht hin. So, erstmal übers Ding und jetzt rett. Was kein Weg. Jetzt klappt's gut. Jetzt haben wir schon 2 von 3. Es zählt aus irgendeinem Grund irgendwie. Der hält da an. Ja, sein Pech. Ins Depot. Ich weiß nicht, haben wir die Mission danach geschafft? Ein neuer Abteilwagen. Okay. Und die hier drin, die werden wir auch alle verkauft. Kann ich mehrere markieren? Nicht. Ah, aber wenn ich einmal markiere, dann geht's. Gut. Weg und weg. So. Wieder 1 Million. Und er wartet natürlich hier, bis er voll ist. Super. Und die können das nicht tauschen. Jetzt mache ich mal den. Setze ich einfach mal auf Linie 2. Lass ihn wenden. So. Was kein Weg. Die Linie 2 kam schon immer hier an. Okay, soll er halt so fahren. Ist egal. Der muss einfach möglichst schnell hier weg.
der andere da nicht wartet wie Depp, denn der soll ja durchs Tunnel. Der holt ihn schon auf hinten. Wettrennen durchs Tunnel ist das. Der hält da vorbildlich an. Und ich würde mal sagen, jetzt soll es gehen, oder? Nicht. Der andere ist zu langsam, denke ich mal. Linie 5-1. Da lohnt sich der Betrieb nicht mal mehr, wenn man hier sieht. Was ist jetzt das für eine? Hä? War der jetzt schon unten? Oh ja. Der war aber schnell. So, da kommt der andere. Da fahren wir jetzt mit dem nach Bellinzona. Im Tessin Richtung Italien. So, einsteigen. Dann sehen wir die neue Strecke, wie sie hier aussieht. Ja, das hat viel Stein hier gegeben. Das Unrealistische daran ist ein bisschen, dass man nicht... Oh, jetzt wird es spannend. Sorry, aber da lache ich wenig. Ja, das sieht jetzt nicht gerade... Also du kannst da jede Textur geben, aber die sieht viel zu modern aus, habe ich das Gefühl. Der Boden, keine Ahnung, was das sein soll, das Blaue da. Da kommt der offene Bahnhof. Freude herrscht. Da haben wir es geschafft. Die neue Achse zwischen Nord und Süd ist eröffnet. Eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Bravo. So, wir könnten hier weiterspielen. Das da können wir nicht erreichen, weil wir leider Budget brauchen. Industrialisierung. So, ja. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Seid gespannt darauf. Ich bin sehr gespannt. Jetzt werde ich erstmal eine Pause machen, weil ich noch viel Arbeit habe. Aber gleich nehme ich dann wieder auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war also die Mission Nummer 1. Ich glaube, 6, 7 gibt es. Dann ist die Kampagne auch schon um. Also Europa und dann noch USA. Ja, und vielleicht kommt ja... Ich habe mir nur überlegt, dass der Gedanke kam mir ein wenig. Ja, vielleicht Flugzeug, Flughafen bauen. Vielleicht kommt da ja der Berliner Flughafen. Man weiß ja nie. Dann wird er hier im Spiel schneller fertig als in der Realität. Gut, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!